Aufgabe A2.3. Unter den Strecken PNC hat die Strecke P2C die minimale Länge. Berechnen Sie die Länge der Strecke AP2. Zuerst einmal müssen wir herausfinden, was ist eigentlich gemeint mit die Strecke P2C hat die minimale Länge. Nun, die Punkte PN liegen ja irgendwo auf der Strecke AS. Zum Beispiel P1 liegt hier und dann wäre die Strecke P1C diese Strecke hier und hat entsprechend eine Länge. Es gibt aber noch kürzere Strecken und hier ist jetzt die minimale Länge gesucht. Im Prinzip ist es also nichts anderes als der Abstand von dem Punkt C zur Geraden AS. Und Abstand heißt automatisch, wir zeichnen eine Senkrechte zur Strecke AC, die durch den Punkt C hindurchverläuft. AS, die durch den Punkt C hindurchläuft. Wenn ich jetzt mal so einskizziere, wäre das diese Strecke. Und ganz wichtig, hier haben wir einen rechten Winkel drin. Das wäre jetzt die Strecke P2C, die automatisch die minimale Länge hat. So, jetzt ist weiter gefragt, wie lang ist die Strecke AP2? Also diese Strecke hier. Jetzt gilt wieder, wir suchen uns ein Dreieck, wo die Strecke AP2 drin liegt und von dem wir möglichst viel kennen. Nun, da bietet sich das Dreieck ACP2 an. Das ist ein rechtwinkliges Dreieck, wie wir hier sehen. Und der Winkel Alpha ist bekannt, sowie die Länge der Strecke AC. Weil es rechtwinklig ist, können wir die Winkelfunktion wieder benutzen, die wir in der Formelsammlung auf Seite 39 finden. Und müssen uns jetzt entscheiden, Sinus, Cosinus oder Tangens. Dazu schauen wir an, was haben wir gegeben. Hier ist der rechte Winkel, also liegt gegenüber die Hypotenuse. Die kennen wir. Also fällt der Tangens schon mal raus. Dann ist das mein bekannter Winkel. Und die gesuchte Seite liegt an diesem Winkel an. Das heißt, das ist die Ankathete. Und welcher Satz arbeitet mit Ankathete und Hypotenuse? Schauen wir einfach nach. Und das wäre dann der Cosinus. Allgemein kann man sagen, Cosinus von Alpha lässt sich berechnen aus Ankathete durch Hypotenuse. Und dafür brauchen wir jetzt noch die Zahlen einsetzen. Es gilt also, Cosinus von Alpha ist gleich die Strecke AP2 geteilt durch die Länge der Hypotenuse und das ist die Strecke AC. Setzen wir die Zahlen ein. Cosinus von, der Winkel ist ja von oben schon bekannt, mit 59,04 Grad, ist gleich die Strecke AP2 geteilt durch die Strecke AC und es waren die 14 cm. Das lässt sich jetzt zum Beispiel mit Hilfe des Solvers lösen. Oder aber per Umformung, da wird es sich dann ergeben, die Länge der Strecke AP2 ist gleich die 14 cm mal Cosinus von 59,04 Grad. Das gibt man in den Taschenrechner ein und erhält dann einen Wert von 7,20. Also ist die Strecke AP2 7,20 cm lang.